Herzlich willkommen zur Kurzandacht Gedanken für den Tag für Dienstag, den 14. Mai. 14. Mai, beim Blättern im Kalender habe ich gefunden, dass auf dieses Datum zwei Gedenktage fallen, die vor der Corona-Krise niemand je zusammengebracht hätte oder überhaupt nur der Erwähnung für wert befunden hätte. Der 14. Mai ist zum einen der Gedenktag der heiligen Corona. Und am 14. Mai 1796 wurde zum ersten Mal ein Mensch gegen eine Krankheit geimpft. Der englische Landarzt Edward Jenner verabreichte dem 8-jährigen James Phipps die erste Impfung gegen Pocken aus einem von ihm entwickelten Serum aus Kuhpockenviren. Zuerst also kurz zur heiligen Corona. Wie so viele Heilige ist sie eher legendär als historisch. Man weiß auch gar nicht viel von ihr, auch die gängigen heiligen Bücher wird sie gar nicht erwähnt. Aber im Internet gibt es inzwischen natürlich einen Eintrag über sie. Verehrt wird sie unter anderem in Ostbayern und in Teilen Österreichs, nein, nicht in Tirol, sondern vor allem in Niederösterreich. Dort sind ihr verschiedene Wallfahrten gewidmet. Und sie wird auch verehrt unter anderem als Schutzheilige des Geldes und der Schatzgräber, weil vom lateinischen Corona die Währung Krone abgeleitet ist. Ihre Legende geht so, sie soll zur Zeit der Christenverfolgungen im 2. Jahrhundert nach Christus im Alter von erst 16 Jahren das Martyrium erlitten haben. Gemeinsam mit dem ebenfalls heilig gesprochenen Soldaten Viktor. Während dieser gemartert wurde, soll Corona, die die Braut eines Kameraden von Viktor war, nach einer anderen Überlieferung seine eigene Braut, ihn getröstet und ermutigt haben. Dann wurde sie deswegen ebenfalls verhaftet, verhört und schließlich hingerichtet. Während Viktor enthauptet wurde, band man Corona zwischen zwei herabgebogene Palmen, durch deren Emporschnellen sie zerrissen wurde. Auf Bildern wird sie darum mit einem Palmzweig oder mit einer Palme oder auch mit einer Krone oder einem Geldstück oder Schatzkästlein dargestellt. Das ist auch schon so ziemlich alles. Keine schöne Geschichte wie die meisten Märtyrerlegenden. Aber worauf es ankommt, ist eigentlich nur die Symbolik. Sie ist eine Märtyrerin, eine Glaubenszeugin, eine Siegerin. Darum ist auch ihr Name Corona oder Coronata, die Gekrönte, eher ein Ehrentitel als ein wirklicher Name. Auch die Palme kommt in der Geschichte hauptsächlich deswegen vor, weil sie ein Siegeszeichen ist. Und auch der Name ihres Gefährten oder Ehemannes Viktor ist symbolisch. Viktor bedeutet ja der Sieger. Soweit erst einmal zu Corona. Der zweite Gedenktag, die Pocken oder Blattern, waren und sind eine hoch ansteckende und lebensbedrohliche Krankheit. Sie wird durch Viren ausgelöst und gehört zu den gefährlichsten Krankheiten für den Menschen. Die es überlebten, waren durch Pockennarben grässlich entstellt. Edward Jenner bemerkte nun, dass Menschen, die an der weniger schweren Krankheit Kuhpocken erkrankt waren, gegen die Pocken immun zu sein schienen. Er impfte deshalb den 8-jährigen James Phipps mit einem Serum, das die Kuhpocken auslöste, und nachdem diese Krankheit abgeklungen war, infizierte er ihn mit den richtigen Pocken. Ein aus heutiger Sicht hoch riskantes und geradezu schockierendes Vorgehen, das von keiner Ethikkommission genehmigt werden würde. Aber es funktionierte. Der kleine James blieb gesund und war immun gegen die Pocken. Und so ist Edward Jenner sozusagen der Schutzheilige der Immunologen. Heute sind die Pocken so gut wie ausgerottet, weil die Menschheit flächendeckend durchgeimpft ist. Doch noch 1962 zum Beispiel gab es einen schweren Pockenausbruch in der Eifel. Was sagen uns diese beiden Begebenheiten heute? Der Sieg. Auch wir warten und hoffen auf den Sieg, einen baldigen Sieg über die Corona-Infektion, und wir setzen dabei unsere Hoffnung
auf einen Impfstoff. Diese beiden Geschichten zusammengenommen können uns zeigen, dass Siege sowohl durch Erdulden und Aushalten wie auch durch aktives, ja manchmal geradezu tollkühnes Handeln errungen werden können. Ja, und vielleicht erinnert uns die Geschichte von den Märtyrern Viktor und Corona auch daran, dass das Leben, das bloße Überleben und am Leben bleiben, nicht der einzige und höchste Zweck des Lebens sein kann. Die seelische Gesundheit, so möchte ich sagen, wird in diesen Legenden stets höher bewertet als die körperliche Unversehrtheit. Zu einem guten Leben gehört auch das Sterben können. Als Märtyrer im Kampf für die Wahrheit und gegen die Lüge oder an einer Krankheit, wenn es so bestimmt ist. 75 Jahre nach Kriegsende gäbe es auch dazu allerhand zu sagen und vieles zu erinnern. Aber vielleicht lassen sich die beiden Geschichten des heutigen Tages am besten durch jenes kurze Gebet verbinden, das Sie sicherlich kennen. Herr, gib mir die Gelassenheit und die Geduld, das hinzunehmen, was ich nicht ändern kann, und den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, an Leib und Seele einen gesegneten Tag.